Wir haben die letzten 5 Folgen in Sulfarak verbracht. Endlich eine Gruppe für Sulfarak gefunden. Wir haben auch eine Quest bekommen, dass wir hier das Hühnchen suchen sollen. Und wir sollen das jetzt zum Hafen in Steamwedel begleiten. Und es läuft uns voraus. Also, hier kommen jetzt dann immer mal wieder Mobs. Wir müssen uns wirklich der Route des Hühnchens ergeben. Sagen wir es mal so. Es kann halt dauern. Wir müssen bis hier hoch. Also, die hatten das später, ich weiß nicht, ob schon mit Burning Crusade war oder noch später erst kam, haben die es geändert, dass man das Hühnchen nur bis vor die Höhlen der Zeit begleiten musste und es ist dort gestartet. So, Hühnchen, lauf mal da dran schön vorbei. Echt jetzt? Oh, wir haben noch 240 Erfahrungspunkte gekriegt. Toll. Ja, wir warten immer, bis das Hühnchen angegriffen wird, weil da wird es wieder angegriffen. Weil an manchen Mobs läuft es einfach vorbei und wir müssten gar nicht kämpfen. Weil uns würden die sowieso nicht so angreifen. Gut, der hier vielleicht, das ist ein Level 46er. Und irgendwo hier vorne kommt gleich eine Falle. Ja, das ist sehr schön. Als weiterlaufen. Und hier kommen jetzt 3 auf einmal. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ey. Ist doch nicht wahr. Ey, wir sind Level 53 und schaffen es nicht mal, weil unseres Mana ausgeht. Also ich sag mal, wir haben die ja jetzt schon gut platt gemacht. Vielleicht überlebt das Hühnchen. Vielleicht. Wir müssen uns halt nur beeilen. Und sobald hier gleich steht, fehlgeschlagen hier unten, ist das Hühnchen tot. Da können wir aber auch nichts für. Fehlgeschlagen, Hühnchen tot. Ja, aber dass sie alle Level 46 sind, hat mich jetzt ein kleines bisschen verwundert. Das bedeutet, wir müssen jetzt nochmal zurückreiten, müssen nochmal das Hühnchen holen. Oh. Ja, das sind wieder so Quests, wo ich mir denke, Leute, muss das denn sein? Das ist eine grün geschriebene Quest. Ich habe keine Ahnung,
wie viele Erfahrungspunkte wir dafür kriegen. Aber es ist eine grün geschriebene Quest. Wir sind Level 53. Sagen wir mal, wir wären Level 50 und es wäre noch gelb geschrieben. Wie soll man das bitte schaffen? Also bei manchen Quests frage ich mich manchmal wirklich, was Blizzard sich dabei gedacht hat, so einen Scheiß zu programmieren. Genauso mit den ganzen Elite-Quests. Mit den ganzen Elite-Quests, wo man gezwungen ist, eine Gruppe zu suchen. Ich habe vorgestern, also am Samstag, habe ich die stehen immer noch da. 47, 47, ja klar, warum denn nicht? Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe vorgestern habe ich einen Dudu. Ja. Okay. Ich habe jetzt vorgestern einen Dudu angefangen auf einem anderen Server, wo mehr los ist, damit wir mit einem Dudu in Burning Crusade starten können. Beim Dudu haben wir viel mehr Möglichkeiten. Wir können tanken. Also ich habe früher schon Tank gemacht bei Burning Crusade mit dem Dudu. Heiler können wir machen. Habe ich auch gemacht. Jo. Ja, ist gut. So, das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir brauchen einmal Leben und Mana. So, nimm an. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, für Burning Crusade starten wir mit einem Dudu. Und ja, mit dem Dudu habe ich Hogger auf Level 11 ohne Probleme alleine geschafft. Da fängt es ja schon im Wald von Elven an. Also ich habe meinen Dudu, habe ich mir einen Teleport gesucht von einem Magier, dass ich im Wald von Elben questen kann, weil es einfach mein Lieblingsquestgebiet ist. Und also es gibt Klassen, mit denen du das ohne Probleme schaffst. Aber mit Magier ist es teilweise schon sauschwer. Aber das ist halt auch es mit, oh, die stehen ja immer noch da. Das ist halt auch mit das Nervigste in Klassik, die ganzen Elite-Quests. Dieser Zauber ist noch nicht bereit, kann ich noch nicht wirken.
Also wäre er jetzt nicht dabei gewesen, hätten wir es wieder nicht geschafft. Ich müsste mal hier kurz reggen, mein Freund. Moment, lass die Tiere zuerst angreifen. Komm mal, sonst rennt das Hühnchen weiter. Das ist zu weit entfernt. So. Ja, das ist halt wirklich, wenn du vorarbeiten willst, kommst du manchmal gar nicht mehr hinterher. Ja, wir können hier mal kurz warten, ein bisschen reggen. Ja, ich glaube, wir gehen direkt am Strand entlang. Ich bin außer Reichweite. Ja, ist gut. Sehr schön. Ja, alles Kirschner, was geht. Immer schön mitnehmen, wir brauchen Kohle. Damit wir mit Level 60 das schnelle Reiten aktivieren können. Kaufen können. So, und jetzt schön hier am Strand entlang, wo keine Wüstenläufer sind. Und ich glaube, ein Angriff von 3 Skorpionen kommt noch.
kommt er jetzt hier. Ich glaube, hier vorne bei dem Berg kommt der nächste Angriff. Hier kommt der nächste Angriff. Sind keine Skorpione. Sind diesmal... Wüstenläufer. Sehr schön. Das müsste es jetzt aber auch, glaube ich, gewesen sein. Jetzt heißt es nur noch eskortieren. Ja gut, bis auf die paar Tiere, die vielleicht noch im Weg sind, aber da vorne ist ja schon ein Steam Beetle. Und für die Tiere kriegen wir gar keine Erfahrungspunkte mehr. Der greift auch wieder. Greift er an? Ja, er greift an. Also zu zweit ist es schon viel angenehmer, so eine Escort-Quest über so eine lange Strecke. Ich glaube, der könnte weit genug weg sein. Ja, ist er. So, wir müssen ihn jetzt bis zum Pier-Ende eskortieren. Na komm. Kein Problem. Ich hatte beim ersten Mal auch Probleme alleine. So, gut. Und dann würde ich sagen, morgen machen wir weiter. Morgen reiten wir zur schimmernden Ebene. Dann bis morgen.